Leute, wenn mit dem Squarepack und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online-Video auf meinem Kanal von Rockstar Games. Schenkt uns 4 Fahrzeuge, 4 Gratis-Fahrzeuge. Darum soll es in diesem Video gehen, also bleibt auf jeden Fall dran. Falls du neu im Kanal bist, würdest du mich an der Stelle erstmal mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest, damit du absolut gar nichts mehr rund um GTA 5 verpasst. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich jederzeit gerne auf Instagram schreiben. Dort antworte ich eigentlich auf alle Fragen. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal direkt zum ersten Gratis-Fahrzeug. Und das seht ihr hier gerade schon. Das ist nämlich das Casino-Fahrzeug diese Woche. Das ist zwar nicht gratis geschenkt, allerdings können wir es gewinnen, ohne irgendwas zu bezahlen. Das ist das Fahrzeug, der R88. Ich habe ihn schon gewonnen. Wer es noch gewinnen will, dem kann ich mal das Video dazu verlinken, wie man das Ganze gewinnen kann, beziehungsweise wie die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, um das Ganze hier zu gewinnen. Und dieses Fahrzeug lohnt sich echt, Freunde. Schaut euch mal an, was dieses Fahrzeug einfach hier kann. Absolut schnell unterwegs und einfach sehr, sehr gut auf der Straße unterwegs hier. Kostet normalerweise auch 3,1 Millionen, von daher lohnt sich das diese Woche wirklich, aber das waren ja noch nicht alle Fahrzeuge, das war das erste. Und jetzt kommen wir zu den Fahrzeugen, die wirklich jeder von uns bekommen kann, die kann jeder gratis sich kaufen. So, die ersten Fahrzeuge, die wir gratis bekommen, sind hier bei San Andreas. Da gehen wir einfach mal drauf und müssen jetzt hier ein Stück nach unten scrollen. Denn wir bekommen jetzt erstmal hier 2 Motorräder gratis geschenkt. Das ist vor allem die, die Zeitrennen machen wollen, sehr, sehr gut. Weil wenn man die Motorräder eben komplett auftunt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man damit das ein oder andere Zeitrennen schaffen kann. Und zwar sind das die hier. Das ist einmal die Princip Nemnis und einmal die Shitsu Hakushu. Das ist ja sozusagen das Vorgängermodell. Oder die normale Variante von der Hakushu Drag. Ich würde sagen, wir bestellen uns erstmal die Nemnis und diese Hakushu oder wie sie heißt, bestellen wir uns auch mal und testen das Ganze mal. Also hier seht ihr es auf jeden Fall auch, wir müssen hier einfach da drauf gehen, eine Farbe auswählen und dann können wir das Ganze hier zum Preis von 0 GTA Dollar kaufen. Das ist bei allen Fahrzeugen so, die ich jetzt in diesem Video hier zeigen werde. So Freunde, wir haben das erste Motorrad bestellt, es wurde uns hier hergeliefert und da vorne steht es auch schon. Das hier ist das erste Motorrad, das für normalerweise 12.000. So sieht das Ganze aus. Außentechnisch würde ich jetzt sagen, ist es nichts Besonderes. Aber es kommt darauf an, ob dieses Motorrad hier sich gut fahren lässt. Würde ich mal sagen, testen wir das Ganze mal. Okay, Soundtest, nichts Besonderes. Ist auf jeden Fall ein Motorrad, das Wheelies ziehen kann. Im Gegensatz zu Hakushu Drag zum Beispiel. Okay, ist jetzt nicht besonders schnell, aber ist auch logisch für 12.000. Ich würde nur gern wissen, ob man damit dann die Zeit drin schaffen kann. Das muss man demnächst auf jeden Fall mal irgendwann ausprobieren. Ich würde sagen, das Ganze ist aber auf jeden Fall für die Leute unter euch, die nicht so viel Geld haben, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dieses Set zu holen. Und wenn ihr da ein bisschen Geld habt, könnt ihr das Ganze natürlich auftunen. Und dann denke ich mal, dass da schon das ein oder andere Zeitrennen möglich sein sollte. Voraussetzung natürlich, dass ihr da gut mit umgehen könnt, dass ihr da gut fahrt. Und nicht so wie diese Autofahrer hier gerade eben. Dann würde ich sagen, holen wir uns direkt das nächste Gratisfahrzeug. Auf jeden Fall hier das erste, ja, nichts krass Besonderes, aber auf jeden Fall lohnenswert, sich das Ganze zu holen. Dann gucken wir nach der Hakushu, kostet normalerweise 82.000. Ich bestelle sie mal in grün, kaufen. Die Werte hier sehen schon, ja, deutlich besser aus, würde ich mal sagen. Also hier, let's go. Okay, zweites Motorrad, zweites Gratisfahrzeug hier diese Woche wurde geliefert. So sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, sieht schon auf jeden Fall deutlich schneller aus, auf jeden Fall. Ja, designtechnisch das Fahrzeug auf jeden Fall nicht schlecht vom Preis her. Ich glaube 80.000 waren es und da spawnt gerade schon das nächste Fahrzeug, das gleich erst kommt. Jetzt aber auf jeden Fall hier ganz kurz testen wir mal dieses Fahrzeug, was wir damit so anfangen können. Sound, okay, nichts Besonderes. Wheelies ziehen kann es auch. Und dieses Fahrzeug kommt mir ein bisschen langsamer vor. Oder irre ich mich da? Es kann aber sein, dass es sich nur anfühlt. Auf jeden Fall würde ich jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem Motorrad von gerade eben feststellen. Naja, ich gehe auf jeden Fall mal jetzt stark davon aus, dass wenn wir diese beiden Motorräder voll auftunen, wir dann die Zeitrennen auf jeden Fall schaffen sollten. Ihr schafft es damit mit Sicherheit eher als mit manch einem Supersportwagen, weil ihr hier auch gerade seht, dass man mit Motorrädern einfach viel, viel besser hier auch fahren kann. Man kann den Autos viel leichter ausweichen. Hier kann ich zwischen denen einfach durchfahren, das wäre mit dem Auto teilweise überhaupt nicht gegangen. Und mit dem Motorrad hat man natürlich auch mehr Spaß, wie ihr hier gerade seht, kann ihr die Saltos ziehen. Okay. Und dann am besten nicht ins Wasser einfahren. So. Dann würde ich sagen, zweites Motorrad haben wir getestet. Das lohnt es sich auf jeden Fall genauso zu holen, so wie jedes Fahrzeug, das wir gratis bekommen. Denn wir müssen dafür ja nichts bezahlen. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns mal das nächste Fahrzeug. So, und was haben wir hier am Start? Hier haben wir den Nagasaki Hot Rod Blazer. Kostet normalerweise 69.000.
Ich weiß nicht, sieht aus wie ein Quad für 10-Jährige. Wenn ich mich da nicht irre. Werte hier sagen nicht allzu viel aus. Ist auf jeden Fall vom Aussehen her ziemlich lustig. Ich würde mal sagen, das Ganze in Blau hier. 0 Dollar, let's go. Okay, dann kommen wir zum dritten Fahrzeug und das ist dieses kleine Teil hier. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall hier schöne blaue Lackierung mit Feuerstreifen am Start. Das ist auf jeden Fall so ein richtiges Troll-Fahrzeug, so ein Spaßfahrzeug halt. Denkt man nicht, dass das irgendwas kann. Müssen wir jetzt mal schauen. Okay, vom Sound her hört sich's an wie ein Quad, sieht natürlich auch ein bisschen so aus. Ja, Speed haben wir damit halt nicht extrem, ne? Also Zeitrennen würde ich damit keinem empfehlen. Das werdet ihr im Leben nicht schaffen, selbst wenn ihr das ganze Ding auftunt. Ansonsten, ich denke mal, ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter drauf passt. Das müsst ihr austesten. Ansonsten ist das Fahrzeug nicht zu allzu viel zu gebrauchen, habe ich das Gefühl. Sieht natürlich lustig aus. So ein kleines Bobbycar hier in Los Santos. Ja, ist halt ein Spaßfahrzeug. Muss man sich nicht holen, beziehungsweise müsst ihr schon, weil es gratis ist, aber damit müsst ihr natürlich dann nicht rumfahren. Man hat es halt in seiner Garage stehen. Von daher, Fahrzeug 3 abgehakt, nichts Besonderes, sieht aber lustig aus. Und dann holen wir uns das letzte und auch das teuerste Fahrzeug. So, und zwar ist das hier unser letztes Fahrzeug. Diejenigen, die im Stream letztens dabei gewesen sind, werden das Ganze schon kennen, werden das wahrscheinlich schon haben. Da haben wir nämlich ein Rennen nur mit diesem Fahrzeug gemacht. Alle, die da im Stream waren, haben sich das schnell gekauft. Und dann sind wir damit gefühlt 20 Leuten bei der Pferderennbahn beim Casino ein Rennen gefahren. Auf jeden Fall der Raptor hier kostet normalerweise knapp 650.000. Und das ist schon ein gutes Geschenk, würde ich mal sagen, wenn wir den jetzt hier für 0 kriegen. Sieht auch, ja, ein bisschen lustig aus, würde ich mal sagen. Wir haben das Ganze hier schon auf jeden Fall in meiner Firmengarage. Da steht das in grün-schwarz. So sieht der Raptor aus. Ist wahrscheinlich auch ein Spaßfahrzeug, was aber deutlich besser ist als das von gerade eben. Auf jeden Fall aussehenstechnischer. Und ich denke mal auch vom Fahrverhalten und von der Geschwindigkeit. Wir testen das Ganze mal. So, okay. Beim Sound hört man direkt, dass das Ganze mehr Power hat. Reifen drehen sogar durch. Und ja, bestätigt sich, ist nicht, ist kein Flitzer, sagen wir es jetzt mal so. Aber ist ja einigermaßen gut unterwegs. Das Ganze ist ja noch nicht getuned, so wie die ganzen anderen Fahrzeuge auch. Das ist, wenn ihr das Ganze tunt, kann da schon noch was draus werden, würde ich mal sagen. Es passt auch ein zweiter rein. Genau. Das heißt, da schon mal ein Vorteil. Aussehen haben wir bereits abgehakt. Sieht lustig aus. Sieht cool aus. Fahrverhalten, würde ich mal sagen, ist auch okay. Und es ist halt ein Geschenk für 650.000. Also das sollte man halt schon annehmen. Wenn man das auftunt, kann man damit auch in Los Santos schnell unterwegs sein. Also ich würde mal sagen, von den 4 Gratis-Fahrzeugen, die jeder geschenkt bekommt, unabhängig jetzt von einem Casino-Auto, ist das hier das Beste? Vielleicht nicht das Nützlichste. Das wäre dann eher das Motorrad für die Zeitrennen. Aber auf jeden Fall, ja, aussehenstechnischer und vom Fahrverhalten feiere ich das Fahrzeug mega. Der Raptor. So, Freunde, dann war es das an der Stelle dann fast auch schon mit dem Video. Ich würde mal sagen, das waren unsere 4 Fahrzeuge, die wir geschenkt bekommen, plus das Casino-Auto, welches wir halt gratis gewinnen können. Ich würde sagen, ich drehe noch ein paar Runden mit dem Raptor hier in Los Santos. Wenn euch das Ganze gefallen hat oder es informativ für euch war, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Freunde, abonniert den Kanal, falls ihr hier neu seid, damit ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr direkt immer am Anfang von den Videos am Start seid. Ansonsten nochmal dickes Dankeschön an jeden, der gestern im Stream am Start war. Wir haben lange gestreamt, ich glaube es war bis um 2:30 oder 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Waren wir immer noch einige Leute am Start und ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dann, heute rein und ciao.